In der Notaufnahme der Klinik am Südring wird bei Constanze Herzinger eine Patientin im Rettungswagen eingeliefert. Und deren Sturz wird ein gefährliches medizinisches Problem aufdecken. Okay, 41 Jahre alt. Ja. Wollte wohl zu Hause im Keller die Wäsche aufhängen, so aus dem Nichts raus. Mhm. Und ihr schwindelig ist ihr die Kellertreppe runtergefallen. Okay. Ist bekannt, warum ihr schwindelig geworden ist? Nee, gar nichts. Sie hat keine Vorerkrankung, okay. Großartig gar nichts. Sie nimmt wohl Cholesterinmedikament, welches konnte sie jetzt nicht benennen. Beim Umdrehen, wir haben sie mit der Schaufeltrage rüber, hat sie jetzt ein Riesenhämatom im Bereich BGS, LWS und gibt auch Kribbelparästhesien und Taubheitsgefühle in den Beinen an. Eine ganz entscheidende Info von der Notärztin war, dass die Patientin Taubheitsgefühle in beiden Beinen hatte. Es war allerdings noch nicht klar, warum sie die eigentlich genau hatte. Schön, ihr müsst los. Ja. Okay, macht's gut. Danke euch. Alles Gute, Frau Tag. Dankeschön, vielen Dank. Ja, ich würde jetzt gerne noch mal ganz genau wissen, was passiert ist von Ihnen. Und vielleicht können Sie dann auch ein bisschen helfen. Erzählen Sie doch noch mal den Unfallhergang. Ich habe was gegessen. Ich habe Brote gegessen mit Karotten und Radiesen. Ich mache Zeit eine Diät und wollte für meinen Mann schön sein. Mm. Und dann habe ich mir die Wäsche, wollte ich zu der Waschküche und ich bin die Treppe runtergefallen. Okay. Und dann hat mir meine Schwester, Gott sei Dank, hatte meine Hilferufe gehört. Und dann bin ich hierher gekommen, Gott sei Dank. Wie ist das? Haben Sie irgendwelche Grunderkrankungen? Ist sie gut abgecheckt? Sie war erst beim Arzt. Also, okay. Entschuldigung, Ramona. Ja. Sie macht, wie gesagt, eine Diät und möchte halt schöner für ihren Mann so sein. Gut. Und beim Vorabcheck bei den Ärzten, Herzerkrankung, nichts. Also ich habe eine hohe Cholesterin. Ja, okay. Die Befragung der Patientin ergab eigentlich keine Auffälligkeiten. Die Patientin ernährte sich gesund, hatte zwar starkes Übergewicht, wollte aber abnehmen, hatte einen erhöhten Cholesterinspiegel, aber sonst keine Grunderkrankung und war vor einigen Wochen beim Herzcheckup ohne Befund. Wir standen vor einem kompletten Rätsel. Denn die Ursache für die Taubheitsgefühle ist noch völlig unklar. In der Radiologie wird nun untersucht, ob die 41-Jährige sich beim Sturz etwas gebrochen hat. Die nächste Patientin wartet bereits. Hallo, guten Tag. Dr. Herzinger, mein Name. Was ist denn passiert? Ich hatte gerade Textilunterricht. Okay. Ich bin mit meinem Finger unter die Nähmaschine gekommen. Oh, okay. Das tut ganz schön weh, oder? Ja. Ich habe gerade erfahren, junge Patientin beim Textilunterricht ist mit dem Finger unter die Nähmaschine gekommen. Okay. Ganz ruhig. Wir schaffen das. Ich werde die Fäden entfernen. Das tut jetzt ein bisschen weh. Da müssen Sie ganz tapfer sein. Und dann machen wir da einen schönen Verband drauf und dann verheilt das wieder. Und das nächste Mal bitte ein bisschen vorsichtiger sein beim Textilunterricht. Sind denn gar keine Lehrer oder so da? Das ist ein bisschen eigenartig. Danke dir. Ende der letzten Stunde und wir dachten, wir gehen einfach, weil wenn die Lehrer da gewesen wären, wir wären erst zu den Sanitätern gegangen und Es tut ganz schön weh, das kann ich mir vorstellen. Jetzt wirklich noch, ich brauche eine Pinzette, Schere und Desinfektionsmittel, das müsste reichen. Okay. Das Verhalten der Mädchen kam mir schon recht komisch vor. Sie waren sehr schüchtern, sehr verhalten, sehr leise, haben auf den Boden geguckt, konnten keinen Blickkontakt aufnehmen. Da habe ich bezweifelt, dass sie die Wahrheit sagen und auch kam mir die ganze Story etwas komisch vor. Ich meine, welche Schule schickt denn da nicht einen Lehrer mit, wenn das Kind schwer verletzt ist? So, ich desinfiziere das schon einmal. Ganz tapfer sein, das tut jetzt richtig weh. Ja. Die Assistenzärztin macht sich sofort an die Versorgung der Wunde, doch ihre Zweifel zum Unfallhergang bleiben. Zuerst müssen die Fäden komplett entfernt werden, um eine Infektion zu vermeiden. Doch das gestaltet sich schwierig. Geht das nicht vielleicht ein bisschen schneller? Wir müssen schon gucken, dass wir müssen alles schon genau arbeiten. Ne? So, jetzt haben wir gleich den letzten Faden. Ganz tapfer sein. Ja, wir haben ihn. So, jetzt noch einmal schön desinfizieren. Der Patientin ist da. Ja, dann. Einen Moment bitte, wir müssen das hier noch fertig machen. Es wird kalt. Ganz kalt. Im Textilunterricht. Ich bin so, sehr gut. Und Satz, alles gut? Ja, ist gut. Sie sind die Mutter? Ja. Ja, wir sind etwas erstaunt. Sie hat sich komplett in den Finger im Textilunterricht genäht. Im Textilunterricht? Lehrer war jetzt auch nicht dabei. Wir haben jetzt die Fäden entfernt, desinfiziert, kommt ein Verband drauf. Aber die Story finden wir ein bisschen komisch, ganz ehrlich. Die finde ich auch komisch. Ja, es war Ende der Stunde und wir dachten uns, warum gehen wir nicht einfach schnell in die Klinik, damit es schnell geht. Okay.
Aber Textilunterricht, seid ihr euch da sicher? Ja, was da sonst? Mädels, ihr müsst aber bei der Wahrheit bleiben, ne? Also, ich war zu Hause und irgendwer war in der Nähmaschine, weil ich hatte sie abgedeckt, als ich weggegangen bin. Und als ich nach Hause kam, an ihrer Nähmaschine war jemand? Ja. Wer war denn dieser jemand? Die Mutter erzählte mir dann, dass sie eine Nähmaschine zu Hause hat, sehr viel näht und die stets mit einem Tuch abdeckt. Heute hat sie die Nähmaschine aber ohne Tuch vorgefunden und hat vermutet, dass ihre Tochter da dran war. Das hat ja jetzt keinen Zweck. Du kriegst auch keinen Ärger, versprochen. Aber wir müssen schon wissen, was passiert ist, schon für die Dokumentation. Ja, Mama, aber bitte sei wirklich nicht sauer. Ich wollte, du hast mir auch letzte Woche diesen Mini-Rock, den Rock geschenkt, den Jeansrock. Den Jeansrock, genau. Und der passte halt einfach nicht so zu meinem Style und ich wollte ihn anziehen. Ich finde den total schön, aber ich habe den halt ein bisschen kürzer gemacht, damit der ich den noch anziehe. Warum immer kürzer? Wahrscheinlich das erste Mal genäht, oder? Ich habe den doch schon kurz genug gemacht. Aber das war nicht so kurz. Ich wollte halt, dass es wirklich perfekt zu mir passt und deswegen. Okay. Rauskam, dass dann zwischen Mutter und Tochter Meinungsverschiedenheiten war. Die Tochter hätte gern einen kürzeren Rock gehabt. Die Mutter war damit nicht so ganz einverstanden. Typische Teenager-Probleme eben. Ich war als Kind auch nicht immer ein Unschuldslamm. Für mich war der Fall medizinisch geklärt. Die Meinungsverschiedenheiten müssen die beiden dann unter sich ausmachen. Man muss ja nicht bis zum Po-Backen oder sonst was gucken können. Ja, Mama, das trägt auch so. Ja. Wenn deine Mama nichts dagegen sagt, aber ich finde es nicht gut. Also wir können gerne zusammen uns an der Nähmaschine setzen und was nähen, aber ich möchte bitte nicht, dass du da alleine rangehst an die Nähmaschine, mir immer Bescheid sagst und dass wir das dann zusammen machen, damit ich da auch einen Überblick habe, was du dir nähst und was du machst, ja? Ja. Okay. Okay, gut. Finger ist verarztet. Wie sie es mit der Nähmaschine regeln, können sie ja dann noch mal ganz in Ruhe klären. Auf jeden Fall bekommst du noch was gegen Schmerzen mit, ne? Und falls irgendwas sein sollte, die Wunde sich entzündet oder es sehr, sehr doll wehtut, meldest du dich noch mal. Ansonsten geht's jetzt ab nach Hause. Okay, gut. Die Verletzung des Teenagers ist nach einigen Tagen verheilt. Inzwischen ist der Ehemann der Patientin eingetroffen, die nach einem Schwindelanfall gestürzt war. Ist Ihnen irgendwas Merkwürdiges in letzter Zeit aufgefallen? Nein, gar nicht. Ich glaube, es kommt sich, oder? Ja. Ja. Hier. Ist sie ansprechbar? Ja, denke ich schon. Hallo. Hallo. Sie kommen jetzt in den Shopraum. Genau. Die Familie ist schon da. Ist das Ihnen recht, wenn die auch mitkommen? Ja, kein Problem. Okay, gut. Sie dürfen mit, ja. Auch der besorgte Ehemann hat keine Erklärung für den Sturz seiner Frau und fragt sich, was hinter den unklaren Beschwerden stecken könnte. Der Zustand der Verkäuferin verschlechtert sich plötzlich dramatisch. Sie scheint verwirrt. Genau. Hey, Papa. Papa, Willem, was machst du hier? Papa? Hey, Papa. Haben Sie mich gerade gesagt, ich habe dich so vermisst. Ich habe dich so vermisst. Hallo. 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 Hey. Schauen Sie mich mal an. Schauen Sie mich mal an. Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Das doppelt. Das ist Ihr Ehemann. Das ist nicht Ihr Vater. Nein, das ist mein Papa. Wissen Sie, welcher Tag heute ist? Wissen Sie, welcher Tag heute ist? Ach, Papa ist da. Oh, Papa, ich habe dich so vermisst. Ja, Frau Tackenberg kam aus der Röntgenabteilung zurück. Ihr Mann ist mittlerweile eingetroffen bei uns. Und sie freute sich eigentlich, ihren Vater zu sehen. Also wir fanden das schon echt gespenstisch so ein bisschen, weil auch die Schwester uns erzählte, der Vater sei seit mehreren Jahren tot. Die hat Halluzination. Das ist doppelt. Das ist aber schön. Hier sind auffällige Nierenwerte. Hier sieht das CT aus. Soll ich es dir machen? CT ist ohne Befund. Ich schaue mir mal an. Nee, da haben die Kollegen ohne Befund die Nierenwerte hoch. Also Rückenverletzung war ja auch. Achtung. Ganz schön, ruhig, dass ganz sieht. Ruhig. Und Sie sehen auch doppelt. Du sag mal, kannst du im Labor noch mal Toxine nachmelden? Ja, schön. Wissen Sie sind hier in der Klinik am Südring. Ach. Wissen Sie, welcher Tag heute ist? Nein, aber Ihnen geht's auch gut, hä? Uns geht's gut, natürlich. Ja. Wir standen hier natürlich vor einem riesigen Rätsel und brauchten dringend die Laborergebnisse mit der Toxinanalyse. Die kam zum Glück sehr schnell und da hatten wir dann des Rätsels Lösung. Hast du die Ergebnisse? Ja. Die waren super flott. Ergotamin. Sie haben uns ja gar... Moment, nehmen Sie Medikamente gegen Parkinson oder Migräne?
Ergotamin ist ein Wirkstoff, der typischerweise mit in diesen Medikamenten ist. Ja, gegen Parkinson oder Migräne. Ansonsten, was wirklich selten ist, wenn Getreide nicht gut gereinigt wird, kann auch mal Ergotamin vorkommen. Essen Sie irgendwelches besonders Roggen? Essen Sie irgendwie Roggenprodukte, die eventuell sehr schlecht gereinigt werden können, dass sich da ein Pilz festsetzt, der dann dieses Gift hervorruft? Sie ernährt sich ja jetzt auch anders und eigentlich auch gesund und sie backt auch selber Brot. Mhm. Und das Korn, das holt sie von der Mühle, ganz frisch. Von der Mühle? Ganz frisch? Pff, was ist denn das für eine Mühle? Also der nächste Besuch, den diese Mühle hat, ist vom Gesundheitsamt. Das geht ja gar nicht. Die scheinen ihr Korn nicht richtig zu reinigen. Bitte? Das heißt? Das heißt, die hat eine Vergiftung aufgrund dieses Kornes. Aber das geht ja weg. Das geht weg. Ich werde mit den Kollegen von der Giftnotrufzentrale reden. Dann leiten wir so schnell wie möglich die Therapie ein. Okay. Infusion läuft ja schon mal. Genau. Und entschuldigen Sie bitte, aber die Halluzinationen kommen auch dann davon? Das kommt alles davon. Ich muss kurz telefonieren, das ist jetzt wirklich dringend. Mutterkornvergiftungen kommen heutzutage relativ selten vor. Wenn, dann werden sie durch Medikamente gegen Parkinson oder Migräne provoziert. Sie können aber auch bei sehr schlecht gereinigten Getreide, vor allen Dingen Roggen, vorkommen. Hier kann ein Pilz entstehen, der einen Giftstoff produziert, das sogenannte Ergotamin. Und im Volksmund spricht man dann von Mutterkornvergiftung. Konstanze Herzinger bespricht sich sofort mit den Kollegen des Giftnotrufes, um die richtige Behandlung einzuleiten. Die durch verunreinigtes Mehl entstandene Vergiftung wird so ohne Spätfolgen ausheilen. Die 41-Jährige wurde 2 Tage später entlassen.